Servus! Wir sind Nina und Tom und in diesem Video stellen wir euch eine der schönsten Städte in der ganzen Schweiz vor, und zwar Luzern. Ja, die Stadt liegt direkt am Vierwaldstätter See und das Coole ist, man hat hier zum einen eine wunderschöne Altstadt, man kann entspannen am See, aber auch super wandern in den Bergen. Ja, und was ihr hier konkret alles in und um Luzern sehen und erleben könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Servus! Wir sind Nina und Tom. Wir lieben das Reisen, denn wir finden, die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, auf Weltreise zu gehen. Wenn du auch Lust hast auf Abenteuer und Reisetipps, dann abonniere gern unseren Kanal und begleite uns. So, wir haben uns jetzt hier gemütlich gemacht und bevor wir euch gleich erklären, was ihr in und rund um Luzern alles erleben könnt, blenden wir euch hier mal nochmal eine Karte ein, damit ihr seht, wo sich Luzern in der Schweiz befindet. Und ihr seht schon, die Stadt liegt direkt am Vierwaldstätter See in der wunderschönen Zentralschweiz. Ja, und alle Infos von diesem Video findet ihr auch nochmal zusammengefasst in unserem Blogartikel. Also schaut da gerne vorbei, wir verlinken euch den unten in der Beschreibung. Beginnen wir mit dem Wahrzeichen der Stadt, mit der Kapellbrücke. Das ist eine hölzerne Brücke, die über die Reuss führt und im 14. Jahrhundert erbaut wurde, ursprünglich als Verteidigungsanlage. Das erkennt man auch immer noch daran, dass das Geländer auf der einen Seite höher ist als auf der anderen Seite. Direkt daneben befindet sich ein Turm, der hatte schon mehrere Zwecke. Das waren Gefängnisse, ein Archiv, aber auch als Wehrturm wurde der genutzt. Und es ist wirklich ein Muss, wenn ihr in Luzern seid, dass ihr da einmal oder mindestens einmal über die Kapellbrücke spaziert. Definitiv. Ihr erkennt dann auch unter dem Brückendach verschiedene Bilder. Ursprünglich waren es mal 110 Bilder, die die Geschichte von Luzern und auch das Leben der zwei Stadtpatrone widerspiegelt. Aber 1993 gab es einen richtig großen Brand, der die komplette Brücke und auch einen Großteil der Bilder zerstörte. Mittlerweile gibt es nur noch ein Drittel der Bilder und man sieht an der einen oder anderen Stelle auch noch, dass es dort mal gebrannt hat. Aber Gott sei Dank wurde die Brücke wieder vollständig restauriert. Auch die restliche Altstadt in Luzern ist wirklich wunderschön und gehört eigentlich für mich so zu den schönsten Altstädten, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Das liegt zum einen daran, weil eben die Reuss mit durch die Altstadt führt und dadurch hat man mehrere Brücken und auch eine wunderschöne Promenade, wo man entlang schlendern kann. So gibt es zum Beispiel auch nochmal die Spreuerbrücke, die ist ähnlich wie die Kapellbrücke, auch eine Holzbrücke, und auch dort befinden sich Bilder. Guckt da mal nach oben in den Giebel dann rein, dort werdet ihr immer den Tod finden, denn die Bilder symbolisieren den Tod. Totentanz. Was ebenfalls eine Empfehlung ist, geht hoch auf die Musekmauer, auf den Männli-Turm. Von da aus habt ihr unserer Meinung nach die schönste Aussicht auf die Altstadt und auch auf die Reuss. Und wenn ihr wieder unten angekommen seid, dann schlendert am besten einfach durch die engen Gassen, wo ihr aber auch immer wieder Plätze findet, die super schön bemalte Häuserfassaden haben. Also guckt da mal zum Beispiel am Weinmarkt, finden wir, sind so die schönsten bemalten Häuser. Oder aber auch am Rathaus oder beim Rathaus, dort findet ihr ein Haus, wo ein riesiger Stammbaum aufgemalt wurde auf das Haus. Es sieht echt verrückt aus. Also lasst euch da einfach mal ein bisschen durch die Altstadt treiben und shoppen könnt ihr dort natürlich auch super. Wenn ihr in Luzern seid, müsst ihr auch unbedingt Käse und Schokolade probieren. Oh, das haben ja die Schweizer nämlich richtig drauf. Direkt in der Altstadt gibt es ein ganz süßes Familienunternehmen, Max Chocolatier. Da könnt ihr in den Laden reinspazieren und entweder an einem Tasting teilnehmen und verschiedene Pralinen, die ganz besonders sind, probieren oder sogar eure eigene Schokolade machen. Und etwas außerhalb von Luzern gibt es zum Beispiel die Schokowelt von Eschbach. Ich glaube, da fährt man 10 Minuten mit dem Auto hin und das ist ein interaktives Schokoladenmuseum. Da kann man einmal durchspazieren und erfährt dann ganz genau, wo die Bohnen eigentlich herkommen und wie daraus dann letztendlich die Schokolade wird. Man kann auch direkt in die Produktion reinschauen und es ist echt verrückt, wie viel tatsächlich auch noch Handarbeit ist dort. Und natürlich das Highlight, die verschiedenen Probierstationen. Es gibt auch zwei große Schokobrunnen, wo man was probieren darf. Und man kann auch seine eigene Schokoladentafel machen und die dann verzieren. Also ich finde, es ist richtig, richtig cool gemacht. Und wenn ihr Schokolade mögt, müsst ihr dahin. Und ein Käsefondue darf natürlich auch nicht fehlen. Das gibt es verhäuft eigentlich im Winter, aber auch im Sommer findet ihr es manchmal in den Restaurants oder auch auf den verschiedenen Käsereien in den Bergen. Wir haben zum Beispiel ein Käsefondue in der Gerschnialb gegessen. In Luzern befindet sich auch das meistbesuchteste Museum in der ganzen Schweiz, und zwar das Verkehrshaus. Da geht es einerseits um die Themen Verkehr, Kommunikation, aber auch so ganz moderne Technik wird dort auch eingesetzt. Zum Beispiel kann man da mehrere VR-Erlebnisse machen. Ich bin mal paragekleidet dort. Das war richtig cool. Man fühlt sich dann wirklich so, als würde man Paraglider.
Oder was auch ganz verrückt ist, dann kann man sogar virtuell auf das Matterhorn klettern. Das ist auch richtig crazy. Ansonsten gibt es dort im Verkehrsbereich vor allem verschiedene alte Züge, also wie hat man das früher gemacht, oder auch ein ehemaliges Linienflugzeug ist dort ausgestellt. Es gibt auch eine Raumfahrtkapsel, also dort gibt es wirklich verschiedene Sachen zu sehen, alles so rund um das Thema Verkehr, egal ob es jetzt ums Weltall geht oder fliegen oder sich eben einfach nur normal am Boden fortbewegen. Das war's jetzt zu den Highlights in der Stadt. Bevor wir zu den Aktivitäten am See kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, und zwar würde es uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben da lasst. Es hat auch den Vorteil, dass ihr dann kein Video mehr verpasst. Eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter See gehört zu den absoluten Must-Dos in Luzern. Die Ablegestelle befindet sich ganz in der Nähe der Altstadt und es gibt sowohl einfache Fahrten, Rundtouren, aber auch Themenfahrten. Die Schiffe auf dem See werden nämlich auch als öffentliches Verkehrsmittel genutzt, also das sollte man wissen. Wir haben uns für eine Sonnenuntergangsfahrt mit Dinner entschieden und es ist wirklich traumhaft schön. Man kann entweder mit einem alten Raddampfer fahren oder mit einem modernen Schiff, das kommt immer drauf an, aber das Essen war wirklich sehr gut. Und es ist einfach traumhaft, dann, wenn man zum Sonnenuntergang dann sieht, wie die Berge rund um den See angeleuchtet werden, die verschiedenen Stationen. Und der See ist wirklich riesig. Also insgesamt dauert die Fahrt über 2 Stunden. Und man hat also Zeit, gemütlichen Wein zu trinken, zu essen und immer wieder rauszugehen und die Landschaft anzuschauen. Wer den See etwas sportlicher erkunden möchte, der leiht sich am besten einen Sub aus und fährt damit auf dem See rum. Da kann man natürlich dann nicht den ganzen See abkommen, aber zumindest einen kleinen Bereich. Super Sub ausleihen kann man im Lido Strandbad. Dort am besten einfach vorher anrufen, damit ihr auch sicher eins bekommt. Und dann geht es auch schon los. Auch ein bisschen aufpassen auf die Boote, auf die Schiffe, die natürlich auf dem See fahren. Da kommen nämlich dann immer ein bisschen Wellen und wenn du nicht ganz so sicher bist im Sub, kannst du auch mal reinfallen. Ansonsten ist das Lido Strandbad auch ein super Ort, wenn es mal wirklich heiß wird in Luzern und du ein bisschen entspannen möchtest, dich ein bisschen abkühlen möchtest im See. Genau dort findest du auch ein sehr gutes Restaurant, wo du dir ein paar Snacks bestellen kannst. Ja, allgemein finde ich, durch die Palmen und durch den Sandstrand hat es alles so einen richtigen Urlaubsflair. Ja, mediterranen Flair vor allem. Wenn man in Luzern ist, hat man die Berge ja quasi schon direkt vor der Nase immer. Einer der bekanntesten Berge ist der Pilatus, der Hausberg von Luzern sozusagen. Der ist knapp 2100 Meter hoch und man kann dort entweder bequem hochfahren mit der Gondel oder mit der steilsten Zahnradbahn der Welt, also eine echte Bergbahn der Superlative. Ja, die ist richtig steil gewesen. Oder man kann auch hochwandern, so haben wir das gemacht. Wir haben euch dazu auch schon mal ein Video gedreht, das verlinken wir euch oben. Oben angekommen hat man dann den grandiosen Ausblick auf den Vierwaldstätter See, aber auch auf mehrere Viertausende in der Umgebung. Also es ist echt spektakulär. Und ein Highlight ist auch, dass man dort oben übernachten kann. Und zwar nicht in der Hütte, sondern in einem Hotel. Das war richtig cool. Vor allem kann man so auch den Sonnenuntergang und am nächsten Morgen auch den Sonnenaufgang auf dem Gipfel beobachten. Es war traumhaft schön. Ein weiterer sehr bekannter Berg in der Umgebung von Luzern ist die Rigi. Sie befindet sich direkt neben dem See und ist so ein langgezogener Bergrücken eigentlich eher. Dadurch kann man dort eine wunderschöne Gratwanderung machen von Urmiberg nach Rigi Kaltbad. Man hat quasi die ganze Zeit eine wunderschöne Aussicht auf den Vierwaldstätter See, auf die umliegenden Berggipfel und später auch auf Luzern. Also auch ein Must-Do, wer in Luzern ist und wandern möchte. Und nach der Wanderung runter geht es übrigens mit der ältesten Zahnradbahn Europas. Wenn ihr gerne länger wandert und ihr jetzt sagt, sowohl der Pilatus als auch die Rigi, die sahen schon mal ganz cool aus, dann solltet ihr euch den Tail Trail genauer anschauen. Das ist ein richtig schöner Fernwanderweg, der über die bekannten 6 Berge in der Zentralschweiz führt, zum Beispiel auch auf Stanzerhorn. Und insgesamt ist er in 8 sportliche Etappen unterteilt. Aber wenn ihr da Lust drauf habt, ich glaube, es gibt kaum einen Fernwanderweg, der so eine grandiose Aussicht durchgehend bietet und der so abwechslungsreich ist. Wir haben uns für die Etappe 5 entschieden. Die führt von Engelberg nach Stanz oder andersrum. Wir haben also das Auto in Stanz geparkt, sind mit dem Zug dann erstmal nach Engelberg gefahren und hoch auf die Gerschni Alp. Dort haben wir übernachtet
am Vorabend und sind dann am nächsten Tag in der Früh los, denn es standen um die 17 Kilometer auf dem Plan. Wir sind bis zu Alp Lauchern gewandert. Dort kann man nämlich übernachten und zwar in so einer richtig süßen, urigen Almhütte. Entweder bringt man sein eigenes Zelt mit, man mietet sich ein Zelt oder man schläft in der Hütte. Und am nächsten Tag hatten wir dann echt einen grandiosen Sonnenaufgang. Das Bergpanorama war so cool, Gott sei Dank, denn am Vortag war es echt ein bisschen nebelig. Wir sind dann auch nochmal zurück zur Schlüsselstelle. Die Schlüsselstelle ist nämlich echt der Wahnsinn, vor allem mit der Drohne, wenn man sich das anschaut, die verrückten Felsformationen, also richtig cool. Aber da sollte man auch viel Trittsicherheit mitbringen. Auf jeden Fall und vor allem auch Ausdauer. Am nächsten Tag ging es dann nochmal weiter zum Stanzerhorn, da ging es auch nochmal runter und nochmal hoch. Und am Stanzerhorn hatten wir dann auch nochmal eine grandiose Aufsicht auf den Vierwaldstätter See und anschließend ging es dann mit der Cabriobahn, also mit einer Bahn mit offenem Verdeck, nach unten. Ja, eine der schönsten Wanderungen, die ich bisher gemacht habe. Also eine richtig coole Zweitagestour. Ja, und wer sogar in der Nähe von Luzern einen Gletscherberg erleben möchte, der fährt am besten nach Engelberg und dann hoch auf den Titlis. Das ist ein über 3000 Meter hoher Berg, der eben auch einen Gletscher hat. Schon die Auffahrt dort nach oben ist richtig spektakulär. Es gibt nämlich dort die Titlis Rothea. Das ist eine Gondelbahn, die sich einmal quasi während der Hochfahrt um 360 Grad dreht und dadurch hat man ein super Panorama. Oben angekommen kann man dann in der Gletschergrotte vorbeischauen. Das ist quasi ein Tunnel, der durch den Gletscher führt, was auch richtig crazy ist und es gibt sogar eine Bar dort. Und was auch richtig cool ist, ist der Cliffwalk. Das ist die höchste Hängeseilbrücke Europas. Dort habt ihr auch nochmal ein Hammer Panorama. Wir waren dort am Titlis zum Skifahren. Da haben wir euch auch ein extra Video schon mal gemacht, das wir euch hier oben gerne verlinken. Also das ist, egal ob im Winter oder im Sommer, nochmal ein richtig cooler Ausflug. Also ihr seht schon, Luzern bzw. der Vierwaldstätter See ist eine perfekte Urlaubsregion, wenn man gern die Kombi mag zwischen Berg, See und Stadt. Also uns hat es dort wirklich sehr gut gefallen. Wir waren jetzt schon dreimal dort und mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Und wenn ihr nochmal alles nachlesen wollt, wie genau ihr zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen kommt, die wir euch gerade vorgestellt haben, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei. Wir verlinken euch das unter diesem Video. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst, wie gesagt, auch nicht gerne einen Daumen nach oben dazu lassen. Abonniert auch gerne unseren Kanal, damit ihr künftig keine Videos mehr verpasst. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.